Jeder von euch, der mich schon länger kennt, sollte wissen, dass ich absoluter Charlotte Tilbury-Freak bin, wie so ziemlich viele. Ich fühle jeden von euch, die finde ich sehr nice, auch wenn die sich nicht ganz so easy verblenden lassen. Ich setze es mal auf eine solide 4, weil ich finde, es könnte sich wirklich ein bisschen besser verblenden lassen. Außerdem ist der Applikator unhygienisch. Das Setting Spray finde ich richtig geil. Ich glaube, das setze ich sogar auf die, das setzen wir auf eine 1. Das finde ich richtig geil. Trage ich heute natürlich auch. Den Bronzer kenne ich tatsächlich nicht. Es ist ein Cream Bronzer, soweit ich weiß. Ich habe aber den Airbrush Flawless da. Den finde ich richtig geil. Ich hoffe, der ist genauso gut. Deswegen setzen wir den mal auf eine 2. Weil tatsächlich benutze ich den Airbrush Bronzer jeden Tag und auch bei jeder Person, die ich schminke. Pillow Talk Lippenstift. Leute, ich habe einen Fehler begangen. Der hätte auf die 2 gewusst, wenn ich sogar auf die 1. Das ist mein absoluter Lieblingslippenstift. Dieses Produkt habe ich nicht, aber ich habe den Dupe davon, Leute, bei Amazon bestellt und heute mit euch sogar live ausprobiert und ich finde es echt gut. Also wenn das Original auch so gut ist, wäre toll. Ich glaube, es ist aber ein bisschen wärmer. Machen wir auf eine 8, weil es gibt bessere Produkte als das und ich habe das Original ja nicht mehr.